So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. So, Level aufgestiegen wieder. 23. Da drüben wird jemand verprügelt. Nicht mit mir! Eins solltet ihr Schurken euch merken. Ich sehe alles. Sie dürfen nicht entkommen. Oh shit, Fettsack! Das muss ich mir gleich markieren. Wo war das jetzt? Hier. Hey, ich hab doch Dreieck gedrückt. Was war jetzt? Was war das jetzt? Was war das? Genau, da muss ich hin. Ah, da oben. Wärst du kein Roboter? Fertigkeiten, 2 Punkte. Oh, da habe ich es jetzt. Das machen wir gleich. Das auch. Geräte. Das war Anzugtechnologie. Fokus. Fortbewegung. Benutze ich sowieso nie. Auch nicht. Punktesprung mit maximaler Kraft auch nicht. Schwinggeschwind. Oh, das bräuchte ich. Zeig dir Energie auf deiner Minikarte. Aktivieren Netzflügel. Was haben wir hier? Oh, I take this. Das nehme ich auf jeden Fall. Schaden. Gesundheit. Will ich heilen, Erfolg. Na, dann nehme ich ausweichen. Dann noch Fuchshörig, lautlose Takedowns. Machen wir doch lieber mal Fortbewegung. Sicher giftig. Schnellreise habe ich noch. Zeig mal her, wie schnell ist es? Krass, ne? Und manche Games haben, ich sag's nochmal. Wenn man sich hinsetzt und sich gerade ausruht, na, wie zum Beispiel bei Lords of the Fallen am Bonfire, gibt es einen Ladebildschirm, na? Wollte ich nur mal hier an dieser Stelle erwähnen. Gut. Ist krass einfach. Und hier, na komm, wir machen das nochmal. Wir gehen mal ganz runter. Ganz runter. Was schließt Aktivität ab? Ich will da hin, du Penner, Mann. Sorry. Okay, wir machen deinen. Ja, genau. Es gibt keine Ausreden, ne? Es gibt keine Ausreden und bei mir 5-mal nicht.
Die sind, wenn sie sagen, es funktioniert nicht, dann sind sie zu faule. Dann hätten sie anstatt mal 5 Kaffee am Tag nur 3 getrunken. Und anstatt 10 Donuts vielleicht noch mal 3 gegessen. Na? Servus, Sondergebot. Es ist so. Es ist Fakt einfach. Ich kann mir das nicht anhören. Da gibt's, es gibt keine Ausreden. Weil ich denke mir immer so, wenn es andere können, dann können es die anderen auch. Scorpion genannt, tot aufgefunden wurde. Sein Stachel wurde wie eine Trophäe. Bei Sony ist halt viel mehr Budget da, ne? Das kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber bei den anderen wird es ja nicht anders sein. Nur die haben... Dann mangelt es halt vielleicht an der Zeit. Ich weiß nicht, da muss man mehr Leute einstellen. Ich hab... Na... Ich bin da halt... So denke ich mir das halt. Aber ich will Sony nicht mit anderen vergleichen, ne? Definitiv nicht. Oder deren Entwicklerstudios. Den AMD Grafik Chip. Ja, die Grafik ist aber auch, die, ich finde die sehr gut. Also gestern dieses eine Karnevals Level war schon, das Geld spielt auch eine Rolle, aber bei Lords of the Fallen wird es da sein. Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es fällt halt am Ende auf uns Spieler zurück, Hilfe? Alles, ne? Ich sag's euch ungern, aber der Stand ist da lang! Das finde ich nicht in Ordnung. Dass es am Ende an uns hängen bleibt, ne? Gottmode! Alter, übertreib doch nicht, Pidi! Das hier ist kein Strandspaziergang! Er dreht schon voll durch hier langsam. Langsam. Crazy. Endlich. Jetzt kann ich den Kristall in Ruhe öffnen. Müssen alle sowieso nicht sein, ne? Du findest PS5-Spiele? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß. Servus, Serkan. Ich schüttle die Fieslinge bei der Schule. Ich weiß, ey. Und komme heim. Ich gehe durch die Eingangstür. Aber die Spiele haben sich in den letzten Jahren... Der Preis, der war ja immer normal. Man muss so überlegen, früher hatten PlayStation... ich weiß nicht, PlayStation 1 Spiel waren es 100, 110 Mark. Bei PS2 waren es... Ich komme jetzt mit Mark. Waren es 120 Mark. Ich weiß noch... Mein Vater hat uns damals GTA 3, ne, hat er uns für 120 Mark gekauft. Und wenn man das jetzt umrechnet, das wären 60 Euro. Na, also, also jetzt auf jeden Fall explodieren die Preise, ne? Ich weiß schon. Weil so, aber mir, Sony haut halt auch echt drauf. Die verlangen das halt auch, ne? Was haben Sie mit dir? Sehr kein Gönn dir, ey. Wenn du Spaß dran hast, dann hau rein, ey. Na? Ich hoffe, du bist noch nicht verschuldet. Markus' Erinnerung kehrt zurück. Er ist außer sich. Oh Mann, ey. Es ist wohl nicht alles seine Schuld. Ich sag Bescheid, wenn ich mehr weiß.
Ich weiß, bei Borderlands war es so krass. Da gab es ja eine Ultimate, eine Super Duper. Bei Borderlands 3 fand ich es so schlimm. Meine Aufmerksamkeit kann man auch leichter gewinnen. Ja, es ist. Ich wusste, du kommst her. Es ist, jetzt macht's jeder. Jeder kommt mit der Edition. Oder dass die DLCs schon 40 Euro kosten. Ne? DLCs kosten schon 40 Euro. Früher hatten DLC, ich will nicht, ich, also Motorfest war ja sowieso eine totale Katastrophe, ne? Da hätte ich mir auch mit dem Geld, hätte ich... Ach Mann, ey. Wo bin ich gerade stehen geblieben, ey? Also Motorfest, Vorabzugang, ja, weil das trennt die Spieler. Na? Das trennt. Ich weiß schon. Hier in New York wollen wir sichere Straßen. Hättest Blumen gekauft? Echt? Und für wen werden die Blumen? Ich hoffe nicht für mich. Hey, für wen hättest du? Für deine Freundin, Frau? Für, da, er rechnet's um. Ah, für deinen Garten, okay. Oh. Da hast du fürs Hobby, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte ein Foto machen, ne? Schlecht. Genau. Also ich hätte es damals noch in Kilo Hähnchen umgerechnet. Na? 80 sind 5 Monate Pornhub, ey. Als Kind hielt ich sie schon für alt, aber jetzt... Also so wie es aktuell verläuft, nimmt es kein Ende, ne? Es gibt ja keinen Stopp aktuell. Das hört ja gar nicht auf. Das ist ja gerade das Schlimme noch, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Das hört ja gar nicht auf. Das wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich erstaunlich. Und irgendwann mal kommt der erste Entwickler, die versuchen es... Und hauen dann eine Ultimate Edition für 140 Euro raus. Einer fängt an. Das verkauft sich gut und schon fangen die anderen auch an. Aber dann braucht man ja nicht mehr zocken. Ich kaufe mir kein Spiel für 140 Euro, ne? Digitale Cockrings für 69. Ja, genau. Da kriegst du... Kriegst einen Cockring da mit in die Verpackung rein. Mit Noppen. 500 in LOL. Ja, natürlich. Aber ich meine, die Entwicklung ist schon hart, ne? Wo ist hin? Das führt ja jetzt nirgendwo hin. Ja, Cockring wird es nur bei der 500 Euro Edition geben. Der Game Pass? Ja, aber den Game Pass bekommst du recht günstig, oder? Oder wie ist der aktuelle Preis? Also der Game Pass ist krass. Ich habe den Game Pass, ich weiß nicht, 2 Jahre lang benutzt, den Ultimate Game Pass. Ich habe mir fast keine Spiele mehr gekauft, ne? Also ich muss sagen, das war richtig, richtig krass. So, Game Pass, einen Moment. Ultimate kostet aktuell 28,49. Na? Ja, auf Instant Gaming einfach. Definitiv. Da hole ich auch meine PSN-Karten immer raus. Kaufe ich mir dort. Hallo, was ist los? Ich glaube, mein Spiel ist abgeschützt, oder? Ich kann nichts mehr machen. Irgendwas ist...
es hängt hier. Du hast Werbung, Teddy. Leben ist hart, ne? Aber das fand ich echt am Ding krassesten. Gab's auch, aber keine Ahnung. Was ist passiert? PS Plus gibt's ja auch, aber keine Ahnung. Sie sind dieser Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da genau. war. Genau, mein Cock ist auf jeden Fall härter. Können Sie mir definitiv etwas erzählen? Es hat mich fast Warum lache ich überhaupt? Das ist ernst. Was ich erzählen wollt? Ja, der Game. Also ich kaufe mir meine Spiele alle auf CD, deswegen ist so ein Game Pass für mich. Warten Sie, ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht. Brauche ich den nicht. Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Aber für den PC ist der bestimmt gut, der Game Pass, oder? Zeigst du einmal, was soll ich zeigen? Ich zeige euch meine 10. Kaufst kein Spiel für Xbox. Ja, der Game Pass ist entzündet. Der ist halt echt krass. Alter, MJ sagte, du wärst fast gestorben. Außer Exklusivgames, die sind halt nicht so der Bringer, ne? Ich hab mich nie besser gefühlt. Nicht mehr. Die Zeiten sind rum bei Xbox. Absolut. Hey, ich ruf zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Okay. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Ich muss höher rauf. Befreit dich. Was? Fußball, aber auf Schalke zu verlieren. Was? Hertha hat auf Schalke verloren? Echt? Ist Schalke nicht auf dem Abstiegsplatz oder so? Ja. Das war richtig overrated. Perfektes Wort für Starfield. Was haben die hier getrieben? Ja klar, 180. Also bei Instant Gaming kriegst du ein 3-Monats-Abo für 28, ne, Teddy? Spider-Man, kommt uns nicht. Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Da hole ich immer alles her. Alle meine Abos, meine Karten, alles. Kann ich echt empfehlen. Instant Gaming. Da kannst du richtig... Ich kaufe da alles. Ich schwör's dir. Ich kaufe alles da. Meine Guthabenkarten, meine Abokarten. Da habe ich alles immer hergeholt. Kann ich dir empfehlen. Ich bezahle zum Beispiel mit Apple Pay. Na, kostet keine Gebühren, gar nichts. Eine Sekunde später habe ich den Code gleich. Und ich kaufe mir da zum Beispiel auch. Normalerweise mache ich keine Werbung für andere, aber Instant Gaming kann ich empfehlen. Na? Da kann man auch FIFA Points kaufen. Guck mal. Auf jeden Fall, ich kaufe mir da immer PlayStation Guthabenkarten für 60 Euro. Nee, doch, für 60 Euro, aber bezahlen tue ich nur 50 und 10 bekommst du geschenkt. Ich habe da auch mal eine 120 Euro Karte gekauft, habe aber nur für die 100 Euro bezahlt. Na, dann kriegst du 20 Euro geschenkt. Ich mache das schon immer. Würde ich auf jeden Fall, ich kann es empfehlen. Dass ihr das nicht wisst, echt? Das ist der Game Changer. Ich lade immer jeden Monat so 50 bis 100 Euro auf mein Konto. Krass, Alter, wo hau ich denn das Geld hin, ey? Ich zock ja nicht mal die Spiele. Oder was hole ich mir da überhaupt? Krass. Und so mache ich das dann immer. Schaut selber mal drauf.
Ja, schau. Das kann ich euch garantieren, es funktioniert alles easy peasy. Es ist gut, ne? Es, also gut reicht nicht, Alex. Ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Ist sexuell. Ja, ist seriös, ich kaufe da immer ein. Ich würde euch keinen Scheiß andrehen, auf jeden Fall nicht. Das könnt ihr mir glauben. Na? Ich, wenn, dann drehe ich euch nur Sachen an, die, von denen ich auch, ja, es ist sexuell angezogen bin, ne? Das Frachtverzeichnis ist eine Großbestellung. Also ich kaufe da alles ein, alles. Alles. Ich kaufe da meine ganzen Karten, meine Guthaben. Ich habe da immer Game Pass geholt. Ich hole mein PlayStation Plus da. Dann muss ich auf die Liste. Alles. Das muss alles. Na. Das könnt ihr mir schon glauben, wenn ich euch das so sag. Na. Was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich euch irgendeine Scheiße andrehen würde, ne? Dann wäre ich ein Bastard, ne? Wodka aus Volgograd. Es sind wohl schon ein paar Sachen für die Feier eingetroffen. Ich mach schon jahrelang auf der Seite. Du kannst mit allem bezahlen, mit allem, was du willst. Ich hatte noch nie Probleme. Das muss ich auch mal sagen. Ich hatte noch nie Probleme. Bei MMOGA, das kennt ihr wahrscheinlich. Vielleicht soll ich erstmal. Einen Moment. Oh, Wodka, oder? Alex hier. Bei MMOGA, da hatte ich öfters Probleme. Da habe ich zum Beispiel was überwiesen, na, mit Sofortüberweisung. Und da hatte ich. Und da hatte ich dann schon mal ein paar Probleme. Aber Instant Gaming lief immer alles gut. Na? Kein Flugplatz in Sicht. Nehme ich, wenn du. Die Wacht führt mich etwas dort zu Cranen. Ach, geil, ey. Oder. Ich will nicht noch mal fragen. Sonnerschaft. 50 Gramm, ey. Er braucht meine Hilfe. Ey, dieses Krokodil gibt's ja schon vor lang, ne? Gibt's ja schon seit den 30ern oder so. Mal sehen, wer länger überlebt. Alter, ich hab keinen Bock drauf. Ey, was mach ich hier? Ich bin ultimativ jetzt? Keine Chance. Spider-Man, du sitzt fest. Sir, alles okay? Hier, ich kann das zu eurem Boss bringen. Wenn ihr mir nur sagt, wo er ist. Na toll, noch mehr von euch. Echt? Hast du die gleich geholt, oder? Obwohl, da sind wir, die ist wahrscheinlich voll gespritzt von unten nach oben. Lieber mal nach dem Hafen ab. Von mir und anderen. Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. So. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Du bist sicher. Okay.
Muss ich Casting Couch besuchen. Meine Casting Couch. Die will aber unberührt bleiben. Ohne den Anzug geht. Na. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und das für mein Craven komplettes. Ich hab Streaming-Zeiten, ja, hab ich jeden Tag. Jeden Tag. Ich schau mal vorbei. Meistens ja, abends. Moment, bin abends immer am Start. Aktuell habe ich viel zu tun noch, privat. Deswegen bin ich dann 18, 19, 20 Uhr. Ja. Die wird dann voll gesifft sein. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Wow, ich bin ein Spion. Oh, der Peter, ey. Spider-Spion. Peter ist auf Meth wahrscheinlich. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Peter, hey, Xanax. Komm mal her. Ey, das hört sich sogar voll gut an, ne? Bring das zu Mr. Krabin auf Leibrecht. Dr. Peter Xanax, ne? Na los. Okay. 5 Tage wach. Ich glaub, deine Schicht beginnt. Ja. Auf jeden Fall, ey. Dann suche ich mal Dima. Auf Meth geht wahrscheinlich sogar länger wie 5 Tage, ne? So. Carvens Leibwächter. Ich bin ziemlich schick und fühle mich großartig. Sind drin, ja? 15 bis 30, okay. Das war doch nur einmal. Entschuldigung. Wir sind mit Craven gekommen, um den Club als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Erinnert ihn an zu Hause. Kellner-Simulator? Ja, auf jeden Fall. Fahrradsimulator hatte ich auch schon. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Nein, mehr von Heroin an. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzähne aufhört? Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Das ist ja auf jeden Fall. Ist einer der Schildträger angekommen. Ah ja, er ist im auf jeden Fall. Beim Feuer. Finde ich auch. Man kennt's, ne? Aber es ist jedes Mal aufs Neue, es ist auf jeden Fall sehr gut. Es macht halt immer wieder Spaß, ne? Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Tötest du ihn, erledigt dich Craven. War Kindheit. War schon ewig her. Die guten alten PS2-Zeiten. Ne? Das muss er sein. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Krabinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja,
groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. So. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Es ist zu unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Atari? Stell nur den Teller hin und geh. Atari 2000? Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach. Auf den Weg! Dieses Chaos hier. Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot. Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Stehst du denn auch direkt vor der Tür? Atari 2000. Ich gesagt, schon. Also die allererste Konsole, was ich gespielt habe, war der allererste Nintendo. Na? Das erste Spiel war damals Mario. Das allererste. Erst Dima finden, dann Kraven und sein Lizard Serum. Geil einfach. Allererste, oder warte mal, welcher war das? Genau, das war der mit der Klappe, wo man die Spiele reinlegen musste. Mit dem 64er, echt? N64. NES. Genau. Weil der Nachfolger war dann der SNES, ne? Mit S. Genau, den NES. Genau, genau. Dann, wenn die... Ich kann mich noch dran erinnern, wenn die Kassetten nicht gingen, na, dann hast du ja rausgeholt und hast dann immer reingepustet, na, und dann ging's, hast du wieder reingeschoben und dann ging's, na. Tiger, das ist neu. Geil einfach. Ich bin voll drauf hängen geblieben. Ach geil, er steht drauf, nicht drauf, aber es ging halt immer, na, es ging jedes Mal dann. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Kraven ist. Zuerst mache ich einen auf Tierpfleger. Das Steak liegt einfach da. Fürs Stibitzen ist der Winkel falsch. Du bist ein Jäger. Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das lang schräg. So, ich bekomme jetzt auch Hunger. Muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? Beim schlafenden Jäger ist viel los. Ich muss den Jäger einspinnen, um an Dornröschen ranzukommen. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Was ist jetzt? Was ist los jetzt? Mach doch auf, du Idiot, Mann. Halbes Schwein. Ich kann hier Dreieck drücken, warum geht es jetzt nicht? Was ist denn jetzt los hier schon wieder? Auch vorhin, dass das Spiel hängen geblieben ist. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn
das nicht klappt, schaut, bleibt nur noch die Nachspeise. Sag ich doch. Einfach ich Dreieck drücken. Ne? Ich bin wieder da. Aber okay, ist halt so, ne? Das sind ja Kleinigkeiten. Leckerbissen vom Spidey-Koch. Craven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Okay. Ich habe schon gelesen, wirklich. Ich bin schon fertig. St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. So, das war's schon. So, jetzt gibt's erstmal eine Schlägerei. Dina. Watch time. Das ist nicht, wonach es aussieht. Lasst ihn am Leben. Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Ich fühle mich so stark! Diese Pfeilsalbe! Das Teil weiß exakt, wie ich gerne kämpfe! Pass besser auf! Runter! Ich bin eine Ein-Mann-Armee! Daran könnte ich mich gewöhnen! Bleib stark! Sorry, aber dieser Party setzt sich ein Ende! Hey, was soll das, mein Fettsack? Wenn ich frei bin. Geil! Was? Geil, oder, Nathan? Ich muss schnell zur Kapelle. Ich weiß nicht, an was es liegt. Das war lustig. Keine Ahnung. Oh, das war ich nicht.
Hol dir lieber Eis. Ist geil, ne? Hey Pete, was entdeckt? Noch kein Kraven, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch, als würde er mich kennen. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Okay, jetzt ergehen wieder. Du bist es! Ich wusste doch, dass es zwischen uns gefunkt hat. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen, aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Das ist meine Stadt, nicht sein Dschungel. Okay, das wird nichts bei dem. Er hat Scorpion getötet, Lizard freigesetzt. Und er hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden. Besonders über Letzteres. Was sind wir jetzt hier bei Dark Souls? Mann, ey, das wird jetzt für ein Arsch hier. Hüllrein noch nicht mal Walkout. Ja. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen, aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Der Speer ist wie ein Mini-EMP. Das ist meine Stadt, nicht sein Dschungel. Er hat Scorpion getötet, Lizard freigesetzt. Und er hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden. Besonders über Letzteres. Das muss wehtun. Ich darf ihn nicht an meine Geräte lassen. Das ist nicht so offensiv. Das ist parieren. Ich spiele die ganze Zeit ohne. Weil bei dem ging es jetzt nicht anders. Bei dem ging es halt jetzt nicht anders. Der wollte unbedingt jetzt, dass ich ihn parieren wie ein Sekiro, ne? Feuerrad!
kaputt. Das war jetzt der erste kleine Boss hier im Spiel. Das war jetzt ne? genug, Trara. Ich komme, Kraven. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Ein kleines bisschen mehr. So. Ich möchte ein Serum für einen Dr. Connors abholen. Du hast mich gejagt. Das ist gut. Mal sehen, ob du die Kraft hast, zu beenden, was du begonnen hast. Schwächtchen wieder, ne? Warum setzt du es nicht frei? Ich bin nur hier, um meinen Freund zu retten. Später zu Ende. Meine letzte Jagd. Mal, versucht es jetzt nochmal mit dem mit der Watchtime. Harry, MJ, ich hab der das Serum. Ist schon ganz scharf drauf. Bin unterwegs zu Emily May. Wie ist das gelaufen? Einen Moment, ich hab schon. Das war ausgeschalten. Eine Sekunde. Robots Manager. Ein Moment. Thank you.
Warum habe ich denn das aktiviert überhaupt, ey? Eine Sekunde, ich hab's gleich. Ich muss ganz kurz noch. Data Report, Revenue. Uninteressant. Mhm. So. Ach so, wartet mal, jetzt hab ich's. Und ich muss den raussuchen. Also jetzt müsste es auf jeden Fall gehen. Der ist sowieso schon Mod, ne? Ein Moment. Alles gut, ich habe hier gerade noch was eingestellt. Wegen der Watchtime. Und zwar müsste es... Jetzt müsste es gehen. Okay, danke. One second, please. One second. Ich muss auf die Toilette.
verdeckt ist. Ganz viel, Schatz. So, hallo, I'm back. Was wollt ihr, Mann? So, ich muss kurz, ganz kurz, na, ihr wisst, wie es ist. Es ist schon wieder 3 Stunden 31. Knallhart, ne? Auf jeden Fall, ich bin gleich fertig. Mhm. Und was läuft bei euch so? So, ich habe jetzt alles eingestellt. Bei mir gibt's wieder gebratene Nudeln mit Hähnchen. Ich habe heute fast gar nichts gegessen. Na, also wenn ich sage fast gar nichts, dann war es trotzdem viel. Aber zu wenig. Craven wurde es ein bisschen heftig. Er ist irgendwie stärker, als er aussieht. Ganz schön schräg. Hey, Hauptsache, dir geht's gut und du hast das Serum. Super gemacht, Kumpel. Ich bereite alles vor. Wie lief es wirklich? Es war total... Ich wollte Harry nicht beunruhigen. Es scheint, dass bestimmte Frequenzen beim Anzug zu Fehlfunktionen führen. Wie schlimm ist die Fehlfunktion? Geht so. Oh, das kann ich schließen. Aber ich schaff das schon. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber pass dort draußen auf dich auf. Erzählst du mir, wie es im Labor war? Natürlich. Bis bald.
So, das war's schon. Das wird nicht reichen wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt schon. Schön die Sahne reinstopfen. Oh, das wird dir gefallen, Alex, oder? Hey Juri! Ich hab mir das alte Krankenhaus keine Sahne. Gesehen, die Flamme sein soll. Keine Natursahne. Nichts, was uns aufhält. Bereit? Ich glaube trotzdem, dass es eine Falle. Das war nicht viel, das war der Rest. Plan. Klar. War nur eine halbe Portion. Gibt es ein Dach. Wir reden dort. Echt? Spider-Man, Wraith? Nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Das wird. Er kommt hier nicht raus. Ich weiß, ob. Ach, fuck, ich habe noch Nuggets, ey. Stimmt. Wenn ich dann Hunger kriege, mal mir noch ein paar Nuggets. Was? Stimmt nicht. Mhm. Genau, Nuggets. So sieht's aus. Ja, wir haben ja erstmal 24 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich heute streamen soll. Das Ding ist, wenn ich heute schon wieder bis 5, 6 Uhr mache. Aber eigentlich muss ich das schon machen, ne? Gerade wegen dieser Sache draußen in Jersey. Ein Brand im alten Zoo? Eine geheime Jägerbasis? Dann ist der Rhythmus ein bisschen im Arsch, aber ist er ja schon seit Wochen. Deswegen ist scheißegal. Mann, den Regen. Hab ich mir auch gedacht, ne? Ist das neue Schwarz-Look verstehen? Er ist ja auch krass, aber ist der nicht auch ein bisschen dämlich für unseren freundlichen Helfer aus der Nachbarschaft? Nein? Findet ihr nicht? Schön. Mann, auf YouTube, dieses Stream, so ein Scheiß, ey. So. Also Stealth ist überbewertet hier. Seitdem ich hier Gold Mode hab. Vermisst du YouTube Streams? 18 Stunden durchgezogen, okay. Nicht länger, hat es nicht länger geschafft? Schafft ihr nicht länger, oder? Die Kartoffelnase. Noch mehr von euch? Wer hat Verstärkung gerufen? Also bei 18. Also ich hätte auf jeden Fall weitergemacht, ne? Aber alles gut, ne? Manche werden halt ein bisschen früher müde, bei manchen geht's halt nicht anders. Ne? Du schaffst länger, auch beim Streamen, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Also ich kann nicht sagen, ich habe irgendwann mal angefangen, nach 23 Stunden Lies of P zu spielen und ich habe Mirage vorher auf Platin gespielt und habe nochmal neues Spiel Plus bei Lies of P gespielt. Also Ausreden gibt es keine. Na? Wenn man eine Kartoffelnase ist, ist man eine Kartoffelnase. Das ist Fakt. Na? Fertig. Ist einfach so. Na, das ist so. Ich bin Macher. So sieht's aus, ey. Ich habe Mirage of Platin gespielt und habe danach noch mal neues Spiel Plus von Lies of P. Mein Hirn war auch Matsch, aber es hat funktioniert. Mein Hirn war wirklich Matsch, ne? Ach so, ich habe Lies of P auch noch mal auf Platin gespielt in demselben Stream, wollte ich nur mal erwähnen noch, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Hm.
Ich bin der Prototyp von Mann. Ich werde mich noch durchsetzen hier auf der Plattform. Und da gibt's die 18 Stunden. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich halte es nicht aus. Das gibt's nicht. Na? Kommt alles noch. Kommt alles noch. In New York gibt es illegale Straßenrennen? Puzzle Journey. Oh, der Alex, ey, der will unbedingt, dass ich Puzzle Journey spiele. Die haben vielleicht ein Chaos angerichtet. Ich meine, hätte der Elotrix so ein Bizeps wie ich, dann würde er wahrscheinlich auch mehr wie 18 Stunden durchhalten, ne? Ist einfach Fakt, ne? Liegt aber auch an der Cocklänge wahrscheinlich. Ne? So will. My name is Mario. Ne? Für seinen Erfolg hast du noch viel zu viel Haare. Oh, da war doch auch letztens was mit seinen Haaren, oder? Da hat er doch einen beleidigt als oder seine Schwester oder ihn als Hurensohn, weil einer ihn auf seine Haare angesprochen hat. Na? Mir ist es scheißegal, was er hat, was er nicht hat. Ich scheiße auf ihn. Fertig, aus dem Ende. Das wollte ich hier einfach mal sagen. Und der interessiert mich auch nicht. Hast du es noch? Na? Mal sehen, woraus das Ding ist. Ich krieg hier auch noch meinen Platz. Das ist ganz sicher. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Gut. Ich habe das Serum mit Connors altem Blut versetzt. Wenn du die Atome zerstören kannst, die die Lizard-Rezeptoren blocken, können wir ein Gegenmittel herstellen. Klingt einfach. Richtig. Oh shit, was ist das? Und, wie läuft es mit dem Anzug? Ich glaube auch an mich, auf jeden Fall. Das könnte ich mir glauben. Muss mich nur dran gewöhnen. Ja, ich werde ihn auf Herz und Nieren testen, sobald es geschafft ist. Aber nicht mehr lang. Jeder soll sein Ding machen, ne? Das ist neutral, das ist neutral. Wenn ich das zerstöre und das, dann geht das kaputt, ne? Und wenn ich das zerstöre, dann geht das auch kaputt. So, dann haben wir schon. Juhu. Casting Couch. Auf der Casting Couch. Ach man, ey. Ein paar zusätzliche Elektronen müssten es stabilisieren. Mensch, hätten wir doch bloß ein... So. Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Das ist wie Haare schneiden mit einer Schrotflinte.